Tim Garnier, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, herzlichen Glückwunsch zum lupenreinen Hattrick. Muss man auch erstmal machen, auch in einem Testspiel, oder? Ja, ich hätte natürlich noch mehr Tore schießen können heute. Bin ein bisschen unglücklich, dass die Chancenverwertung heute nicht so gut war. Aber grundsätzlich kann man sagen, war ein gutes Spiel von der Mannschaft vor allem. Und wir müssen uns jetzt auch erstmal finden als Mannschaft. Und dann, denke ich, können wir eine gute Saison spielen und das Bestmögliche rausholen. Wie war jetzt die erste Trainingswoche? Sehr anstrengend? Also ich muss sagen, die erste Trainingswoche war schon anstrengend. Heute Morgen hatten wir nochmal Training. Und ja, war schon intensiv, aber ich denke, heute war eine ganz gute Leistung von der Mannschaft, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Ja, Herr Nutzers, die ersten Spielminuten mit Dresden vorbei, wie war es? Ja, ich denke, war ein intensives Spiel. Wir haben diese Woche oder letzte Woche sehr intensiv gearbeitet. Hat man die Jungs so ein bisschen angemerkt, aber letztendlich souverän. Und natürlich eine ganz neue Mannschaft, junge Spieler dabei. Ich denke, das war ganz ordentlich. Ihnen ist eine Führungsrolle in der Mannschaft zugedacht. Wahrscheinlich keine neue Aufgabe, oder? Nee, das kenne ich ja von früher bei meinen anderen Stationen. Das mache ich gerne und geht auch gerne voran. Eintracht Trier, ist das jetzt nochmal eine jüngere Mannschaft als bei Saar 05? Sind viele junge Gesichter da, muss ich ehrlich zugeben. Aber sind auch mit Joe und Dingel sind auch viele Erfahrene dabei. Dafür bin ich auch gekommen, um die Jungs zu führen. Ich denke, dass wir das im Laufe der Vorbereitung auch hinbekommen. Was erwartet die ganzen Burschen in der Oberliga? Auf was wird es ankommen? Natürlich die Oberliga, auch die Regionalliga ist viel Kampf. Also erstmal, dass wir mal in Kampf kommen und natürlich die spielerischen Elemente nicht vergessen, aber meistens ist es halt, dass wir da viel über Kampf kommen und dann oder so dann die Spiele gewinnen.